Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im August, wenn Clicker Heroes, ja, und ich habe gerade noch einen Buff geholt, der uns 20 Minuten lang jetzt mehr Gold beschafft. Natürlich lief das Spiel in der Zwischenzeit ein bisschen, darum habe ich ein bisschen was bekommen jetzt. Wir werden das jetzt aber gerade entsprechend ausbauen. Schauen, dass wir jetzt hier vorankommen. Wir kriegen ja zurzeit das doppelt an Gold. Jetzt noch knapp 17 Minuten. Das bringt uns natürlich dann schon mehr. Mana Generation. Sehr schön, geht doch. Hat man mir fast gedacht, dass das so funktionieren sollte. Oh, Gold, so fast verpasst, ey. Okay, eine Spinne schaffen wir die. Wir schaffen es aber nur mit vereinten Kräften. Dann muss die Mana nicht ausgehen, das kommt dazu noch. Okay, ist ziemlich knapp im Maximum gewesen, sag ich jetzt gerade. Okay. Hoppla. Hat aus dem Spiel ausgeklickt. Okay, es ist doch Zeit, dass ich Manu aktiviere. Oh, ich glaube, ich hätte noch was skillen können. Bisschen mehr Schaden. Ich hoffe, alle Fälle schaffen wir es. Sehr schön. Wow, 25 Ruby. Okay, wir können jetzt was Neues skillen. So, das hier sogar.
Wir haben immer noch keine Rubis gefunden sonst. Also komm ich so voran. Ein bisschen Gold. Schlimm findet man sieht nach die ganzen Bonusse nicht, dass die, ob das noch aktiv ist oder nicht. Ich hab ein bisschen sollten die Buffs sollten eigentlich in die andere Zeit werden. Also stets weiß, ob man gerade einen Buff aktiv hat oder nicht. Genau. Okay, mal aktivieren. So, mal wieder eine Katze, die im Weg steht. In Form eines Bosses. Oh, ich kann hier wieder skillen. Mit dieser gehen wir auf Tourenchance. So, jetzt bin ich offiziell weiter, als ich je mal war. Weil ich glaube, in dieser Welt hier, 53, habe ich damals das letzte Mal aufgehört zu spielen. Testweise mal ein bisschen nebenbei laufen lassen habe. Wir kommen ja ziemlich gut voran gerade. So. Sehr gut, eine Kiste voll Gold, das kann man nicht gebrauchen. Und wir können das nächste Mana gehen. Also wir können hier mal gleich mehr. Ah gut, ich kann das nehmen. Müssen wir auch nichts opfern. Mit dem gleichen Effekt. Das, ach, das sagt voll Geld. Also. So, wie geht's jetzt weiter? Sehr gut, neue Stufe erreicht. Super, neue Level up. Okay, also ich kann jetzt hier
10% mehr Gold. Das heißt, da ist 110% Gold von allen Ressourcen. Damit das uns auch weiterhilft, wenn wir dann neu starten müssen. Da ein bisschen Gold noch mitnehmen. Okay, das ist ein Level, was auf Zeit läuft, aber wir laufen in der Zeit sozusagen weg. Puh. Ganz ehrlich, was machen wir? Rubine. Okay, wir rennen hier ein bisschen durch. Wir haben gerade die Damage-Zahlen, die wir brauchen. Richtig. Sehr schön. Wir kommen voran. Okay, oh, ich kann schon wieder, echt. Gleich aus mit Level, okay. Also man hat schon wirklich das Gefühl, dass jetzt langsam so weit ist, dass man ziemlich schnell Stufen aufsteigt. Also fast ohne irgendwelche große Anstrengungen. Das geht ziemlich fix eigentlich. Wir kriegen natürlich da schon mehr Gold. So. Aufgebrüllt. Sehr, sehr. Ein bisschen Gold mit ihm, weil er nie was uns brauchen kann. So, und los. Ich möchte dich nur kurz ein kleines bisschen Schaden klicken. So, jetzt ging's. Mehr Gold, was umliegt. So, geht doch noch. Nicht genug Energie, da ist schon was fehlt. So. Mana aktivieren noch. Für die letzte Reserve aufbäumen. Oh Mann, war auf beiden Seiten Gold, aber das hast du spät gesehen, das zweite. Gut, haben wir vorhin noch den Kissenmotor erhöht.
So, Kiste ist tot. Und es gibt einen Ruby. Komm vorwärts. So, mal schauen. Was sagt das Skill Tree? Nochmal Gold. Okay, ja, das letzte Goldstück habe ich ganz am Ende noch gesehen. Turbine. Vielleicht haben die Boss jetzt auch eher Rubin als früher. So. Okay. Ob die 20 Minuten schon durch sind? Ja, wahrscheinlich fast, weil wir haben gerade 16 Minuten Video. Ich habe ziemlich, nachdem ich es aktiviert habe, dann auch angefangen, entsprechende Videos zu machen. Oder Video zu starten, muss ich so sagen. Meistens macht es schon aus dem das, das können immer noch. Ein Dreifachschlag ist halt immer noch vieles am Dampfen. Bis wir irgendwie noch mal verbessern können. Das wär's. So. Oh, schon mal. Wieder ein Boss. Oh, okay. Puh, Stufe 63. Komm voran, das ist nicht zum Abstreiten. So. Gut, das haben wir. Hold on. Okay, geht doch noch.
So. Okay. Mal sehen, sehr schön. So. Oh, das Rufschiff kommt noch. Ja, okay. Metalldetektor. Das Ding ist jetzt, wir gehen jetzt ja offline nachher, weil ich werde die Folge beenden. Das heißt, ich nehme jetzt auch den hier. Das sind jetzt 5 Stufen, kriegen wir mehr Gold. Gut, und somit war es dann auch das schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und sehen uns wieder morgen zur nächsten Folge von Clicker Heroes 2. Bis dann und bye bye. Nimm diese böse miese Katze. Dies und dies und dies und dies. Okay, gut, wir gehen. Bis dann, bye bye. Ja, das war's dann wieder für die heutige Folge von Clicker Heroes 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen, somit verpasst ihr keine weiteren Folgen. Ihr könnt natürlich gerne auch ein älteres Video anklicken, das gleich hier verlinkt ist. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao, euer Virus.